Für Nervenkitzel sorgten im sportlichen Bereich andere. Allen voran Nicole Hosp. Die 23-jährige Österreicherin setzte im ersten Lauf alles auf eine Karte und attackierte mit vollem Risiko. Sie nahm die Bestzeit von Marlies Schild ins Visier. 70 Punkte lag Hosp vor dem heutigen Rennen hinter Schild, der mit Abstand besten Slalom-Spezialistin des Winters mit 7 Siegen in 8 Weltcup-Prüfungen. Nicole Hosp schaffte das Kunststück und gewann mit 1/12 Sekunden Vorsprung auf ihre große Konkurrentin den ersten Lauf. Nach Renate Götschl verabschiedete sich auch Giulia Mancuso aus dem Kreis der Anwärterinnen auf die große Kristallkugel. Die Amerikanerin belegte nur Platz 16 und bekam damit keinen Weltcup-Punkt mehr. Aus dem Vierkampf war ein Zweikampf geworden, Schild gegen Hosp. Der zweite Lauf. Marlies Schild nun aggressiver. Sie riskierte mehr. Und dann dies. Die Nerven spielten ihr einen ganz bösen Streich. So etwas hatte es bei ihr im ganzen Winter nicht gegeben. Sie war jetzt völlig von der Rolle. Keinen Punkt gab es heute für die große Favoritin. Wie würde nun Nicole Hosp die Aufgabe meistern? Sie fuhr jetzt um 100 Punkte und damit auch gegen die Bestzeit von Anja Persson. Da war nichts von Taktieren oder Sicherheitsdenken zu spüren. Nicole Hosp fuhr erneut ausgezeichnet und sie gewann vor Persson und Zuzulova. Hosp übernahm vor dem morgigen Riesenslalom die Führung in der Gesamtwertung, 30 Punkte vor Marlies Schild. Die Entscheidung fällt also auch hier erst im letzten Rennen der Saison. Dass Marlies Schild nach der Superkombination im Slalom die zweite kleine Kristallkugel gewinnt, stand längst fest.